Hallo und herzlich willkommen bei Scootertouren. Mein Name ist Günther Wimme und ich zeige dir alles, was du zum Thema Reisen mit dem Motorroller wissen willst. Der Tourenplan für 2017 ist fertig. Ich zeige euch mir hier den neuen Flyer. Den kann man auch auf der Webseite bei mir herunterladen und müsste eigentlich überall bei euch ausliegen. Wenn nicht, dann schreibt mir einfach. Dann bekommt ihr ihn zugeschickt. Und ich sage euch kurz was über die neuen Touren. Wir sind zum Saisonstart wieder in der Fränkischen Schweiz, wieder woanders. Wir fahren wieder, wie jedes Jahr, das kennt ihr ja schon, komplett neue Touren. Das ist zum Saisonauftakt Ende April. Im Mai gibt es einen Feiertag, den nutzen wir und fahren damit länger, nämlich in den Bayerischen Wald. Und zwar nach den Eisheiligen. Es wird hoffentlich kein Schnee mehr geben und kein Regen, sondern herrlichste Sonne und blauen Himmel. Im Juni, muss ich mal nachgucken, im Juni fahren wir auf vielfachen Wunsch unserer Teilnehmer in die Rhön. Im Juli kommt ein Höhepunkt, auch das wurde stark gewünscht, endlich mal in die Alpen fahren. Haben wir gefunden, wir sind in Österreich und wir haben jede Menge Pässe vor der Haustür. Und auch da, ähnlich wie im Bayerischen Wald, es wird ein verlängertes Wochenende sein. Mittendrin im August haben wir unser typisches Perfektionstraining, das in Burgau stattfindet. Ich hoffe, die Strecke wird bis dahin fertig. Es wird nämlich alles neu gemacht, ist ungefähr 500 Meter weiter wie bisher. Im September, ich komme schon ganz durcheinander. Im September fahren wir ins Weserbergland. Das ist eine Tour von unserem Leser. Der hat uns schon mal Vorschläge gemacht. Kommt in meine Heimat. Ich zeige euch das Weserbergland. Das war vor 2 Jahren, jetzt ist er wieder dran und es sind komplett andere Straßen, es ist ein komplett anderer Ausgangspunkt und das machen wir ja immer, wenn jemand sagt, ich zeige euch meine tolle Gegend und meine tollen Kurven und meine tollen Einkehrmöglichkeiten, dann sind wir ganz offen. So wird es jetzt sein im Weserbergland im September 2017 und zum Abschluss im Herbst sind wir in der Heimat von unserem Tourguide Thomas und zwar in der fränkischen Toskana rund um Heilbronn. Das gehört zwar zu Baden-Württemberg, historisch ist es aber fränkisch. Also schwäbische Toskana dürfen wir nicht sagen, da müssen wir schon so. Aber es ist mitten in Baden-Württemberg, nördlich von Stuttgart. Und da gibt es sehr viel zu sehen. Nicht nur Wein, sondern auch schöne Kurven, schöne Gegenden. Thomas kennt die natürlich alle aus dem FF. Das wird unsere Saisonabschlussfahrt Anfang Oktober. Wie immer werden wir, naja, nicht immer. Fast immer haben wir gutes Wetter. Es ist wärmer, als viele denken. Die Saison ist nämlich noch im Gange. Und wir hoffen, dass wir 2017 wieder so viel Wetterglück haben wie in den Vorjahren. Und wenn es euch eine dieser Touren gefällt, schaut einfach vorbei. Wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine E-Mail. Ansonsten bis bald. Ciao, ciao, euer Günther.